Oh, Schätze! Einem Ziegenmann. Ist das euer Ernst? Wirklich, ist das euer Ernst? By the way, Trail, meine Sicht geht ab jetzt los. Digga, ist das dein Ernst? Du hast einen Job! Erstmal ein Schlückchen Mumienurin. Oh, Mumienurin, man kennt ihn. Wollen wir so ein Getränk mal rausbringen? Hallo. Lauf, geh! Geh doch! Hey, was machst du denn? Wo willst du Scheiße nochmal? Ja, renn doch einen Marathon danach noch, ey! Ja! Was? Wie geil ist das denn? Ich hab den Punkt! Die Möwe, Junge! Kommt der Scheiße an. Okay. Das. Ich weine Tränen, Alter, ich weine. Meine Freunde, es geht los, das 50.000 Abonnenten-Special. Ihr seht es, ich bin schon dezent gekleidet, genauso wie Deko. Wir zocken nämlich heute das Indiana Jones Tri-Level. Hallöchen, Deko. Hasta la bonne, leis, muchachos, Nüsse polieren und Dankeschön für 50.000 Abonnenten auf dem doppelten Ehrenlord. Liebe geht raus an euch. Jetzt zocken wir hier Themenrennen Indiana Jones, Mabossa und ich. Machen uns als Professor, Doktor der Archäologie Indiana Jones unterwegs zu neuen Abenteuern und neuen Schätzen vor allem. Und wir reiten auf unsichtbaren Motorrädern. Ja! Oh, jawohl! Ich kann nicht fliegen, Mann! Wie soll ich denn mit Controller fliegen? Auf geht's! Was? Räder rein, mein Bruder! Räder rein! Fahrwerk einfach, mein Nase kitzelt. Oh, das Fahrwerk ausgefahren, glaube ich. Oh, ich kann echt nicht fliegen, muss ich sagen. Auf geht's zu neuen Ufern und neuen Abenteuern. Marvin ist ja schon vom anderen Ufer, aber wir suchen noch weitere Ufer. Oh! 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 Wo müssen wir hin? Wo ist der? Unten? Okay. Ich bin echt nicht der beste Flieger, muss ich sagen. Bist du verkackt? Egal, natürlich! Ja! Du wirst du mal verkacken! Ich brauch ja! meine Flugbrille. Das Flugzeug kann ich mal nach oben ziehen, einfach so. Hallo, wo ist der Punkt? Indiana Jones. Ich konnte es auch gar nicht schaffen, meine Flugbrille hat gefehlt. Ach so, ja, dreh doch zu, Trottel. Du musst doch die Flugbrille auch haben. Ja, das war so geplant. Ja, das muss ich schaffen, oder was? Wie? Flugbrille! Ey, das ist sauhaarig mit Controller. Ich wechsle gleich. Digga, ich bin noch nie mit Controller geflogen. Digga! Ich glaube, du musst erstmal auf mich warten. Ja, ich warte. Was ist hier los? Ich bin tot. Schwierig, schwierig. Oh, Marvin, ich bin in einer verlassenen Mine. Oh. Aber ich rieche Schätze. Bin ich hier richtig? Hallo? Oh ja! Oh, da ist er! Marvin! Was machst du hier? Was? Wie bist du mit dem Flugzeug hier rein? Hallo? Bin ich hier richtig? Hallo? Oh yeah. Digga, wie geil ist das denn bitte? Wenn das mal die Atmosphäre ist hier, ne? Okay. Ja, dann fahr mal rein hier in den guten Schacht, Bruder. Das könnten Fallen sein, ne? Wir erinnern uns an unseren letzten Film mit dem riesigen Stein und so, ne? Das wollen wir nochmal haben. Okay. Ich habe etwas gesucht und gefunden. Nämlich? Ein Arschkratzer? Guck mal hier in dieser Kiste. Guck mal hier in dieser Kiste! Eine Kiste voll nix? Hast du nix gesucht? Wow! Schätze! Digga, Schauspielschule und Flieg. Hier ist eine Milchkanne, vielleicht ist da noch ein bisschen Milch drin. Trink mal was. So als Wegserum. Boah, nee, die war richtig ranzig, Alter. Da fährst du lang? Ich folge dir einfach mal, ja? Ja, ich habe schon den ersten Punkt hier, ne? Sehr gut. Direkt hier abgegrast. Haben wir hier irgendwas? Leider. Kein Schatz? Kein Schatz. Wir müssen weiter. Okay, vielleicht müssen wir respawnen. Ich schau mal eben. Nein, müssen wir nicht. Okay. Weiter geht's! Ich sehe Licht! Was? Bist du schon draußen oder was? Ich glaube, wir können hier raus, Marvin. Absteigen!
Ja, Papa! Oh. Fährt! Full Speed! Und direkt wieder aufgestiegen. Oh. Hallo! Hallo! Oh! Ey Marvin, ich habe eine Überraschung für dich, wenn du es rausschaffst. Okay. Hey, ich will bitte das schön auch machen! Ah, hier! Kein Thema, kein Thema. Habe ich keine Ahnung. Bitteschön. Ciao! Kein Ding. Oh! Oh nein. Was ist los? Wir müssen unsere neuen Indiana Jones Techniken benutzen, um mit dem Motorrad zu fliegen. Ah, oh, man kennt es! Die Mumie geschlachtet. Und die hat uns Motorradflugfähigkeiten geschenkt. Man kennt es, ich kann mich noch dran erinnern, ja. Aber ja, ich habe gehört, dass ich es gemastert habe. Vor 4 Monaten, als wir in Ägypten unterwegs waren. Boah, Digga, er schafft es wirklich! Was ist denn los mit ihm? Hätte ich auch nicht gedacht, ne? Aber die Skills sind also da! Oh, hier würde ich aber aufpassen. Das klingt doch sehr nach Zug. Was? Hast du das Fenster offen gelassen oder was? Digga, das ist ja sowas von falsch hier, oder? Ich bin unter der Map! Was? Ich bin unter der Map! Ich bin weg, ciao! Auf! In die Endlichkeit noch viel weiter! Ich hoffe, ich bin hier richtig. Hallo? Nein! Oh. Respawn. Wir müssen auf den Zug warten! Hä, na, ach so. Zu Fuß? Hä? Zu Fuß? Ich hab gerade zwei Fallschirme abgegeben. Ich will dich mal sehen, komm her hier. Komm her. Ja, mit Brille, Alter, wie siehst du denn aus? Ich bin gerade erst frisch aus der Uni, Alter. Digga, richtiger Amateur hier. Wie siehst du denn aus? Was für Amateur? Guck mal, irgendwie so eine Leinenhose, so ein Wannabe-T-Shirt, weil er nicht genug Geld hat, um sich eine Krawatte zu leisten. Was für Geld? Ich muss halt einfach jeden Tag in die Uni und interessierten Archäologie-Studierenden die neuesten Erkenntnisse beibringen. Und weil ich halt keinen Bock habe, jeden Tag die Krawatte zu dingsen, das T-Shirt. Wir sind doch pragmatisch hier. Aber ich glaube, deine Brille, die hast du auf jeden Fall von einer Sekretärin geklaut, ne? Ja, Jetzt kommt hier wirklich ein Zug? Wenn hier jetzt wirklich ein Zug kommt, das wäre so random. Einfach weil wir hier oben stehen. Was müssen wir jetzt machen? Das wird derselbe Zug sein, der einfach die ganze Zeit im Kreis fährt, ne? Stell dir vor, du springst gleich runter und erwischst den Zug nicht. Was müssen wir hier machen? Hallo? Typischer Marvin. Upsi. Richtig schlauer Move. Einfach anstecken, okay. Irgendwas müssen wir hier machen. Einfach und der Zug kommt! Halt, ne? Der Zug kommt! Der fährt ja immer. Oh, da ist er! Marvin, beeil! Marvin! Okay, wie kletter ich? Wie kletter ich? Hallo! Lauf, geh! Geh doch! Spring, Bruder! Ja! Marvin, hast du geschafft? Ich habe es! Bist du da? Duck dich! Wie weit bist du denn? Müssen wir hier? Was passiert hier mit der Wand? Ich weiß nicht, was du machst. Oh mein Gott, jetzt müssen wir hier aufpassen. Ich bin rechts von der Wand. Oder ist das falsch? Nee, wie spring ich? Okay. Ich muss, glaube ich, runterspringen, oder? Ich fall nicht auf! Okay, haben wir. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hoch, oder? Hoch! Los, Deko, hoch! Warum? Ich glaube! Woher weißt du das? Weil ich das da hinten schon gesehen habe! Ich kann nicht hochklettern! Geh los, komm! Schauen wir das? Oh oh. Der Zug fährt da durch? Er fährt einfach durch, komm! Jolo! Da ist dein Motorrad! Wo ist mein Motorrad? Oh. Hier müssen wir runterspringen! Los! Spring! Oh. Aua! Weiß ich nicht. Der Punkt ist hier unten. Ja, naja, also, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt weiter im Kreis einfach bis wir wieder. Hä, was machst du denn? Du musst längst runterspringen, Mann. Da war doch ein Pfeil. Was? LOL, er fährt einfach weiter. Digga, was bist du für ein Indianer, Mann? Ich meine, für einen Indiana Jones. Ja, genau. Oh. Das ist mein Vorname, du Vollspasti, Alter. Es war leider nicht ganz so cool. Ich dachte, dieser Pfeil ist so ein, also da war so eine Absperrung mit so einem Pfeil drauf. Ja. Und ich dachte, das ist so richtig geil, dass wir jetzt hier den Hindernissen auf dem Zug ausweichen müssen. Fast. Okay, was muss ich hier machen? Ich habe hier auf jeden Fall schon mal überlebt und hier warten wir jetzt erstmal auf DJ Trottel. Muss ich jetzt von der Brücke runterspringen oder was? Ja, ganz genau. Ins Wasser. Ah, hier lang. Okay. Ah, wie geil ist das denn bitte gemacht, Mann? Unglaublich. Los, hoch hier. Eine coole Themen-Map auf jeden Fall. Aber ja, hier hätten wir springen müssen bei dem... Wie ich es gemacht habe. Schild.
Unglaublich. Also Manieren hast du in der Uni aber nicht gelernt. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin tot. Das Publikum schreit! Die weinen schon. By the way, Trail, meine Sicht geht aber jetzt los. Digga, ist das dein Ernst? Digga, eine Mumie hat meine Aufnahmen geklaut. Ich schwöre, die war gerade in meinem Zimmer drinne. Ich musste sie tot Indiana Jonesen. Ey. Mit einem Roundhouse-Kick. Also jetzt mal ganz kurz Real Talk, ne? Du hast einen Job. Ne, halt, stopp, ja? Ich bin schon mal Archäologe, Uni-Professor und YouTuber. Ruhig, das sind ruhig. Schon mal drei Jobs. Du musst dich einfach nur an deinen Platz setzen, startest die Aufnahme, guckst drauf und siehst dann, okay, die Aufnahme startet, ich kann jetzt vor der Kamera rumhampeln. Ja, das war alles hier so ein bisschen on the fly mit der Aufnahme und dem Anfang und sowas. Es war so plötzlich. Und kommt er endlich? Da ist er. Da ist er ja endlich. Professor Dr. Jones. Du brauchst das Motorrad nicht. Ja, ich steig ja schon ab. Beruhig dich bitte. Jo, es liegt im Weg, Mann. Hallo, okay. Fallschirm ablegen. Dankeschön. Was machst du da oben? Ist die Aussicht gut? Ja, ist ganz sexy. Oh, jetzt wird sie immer schlimmer. Okay, jetzt ist die Scheiße. In dein Gesicht. Hast du den Schatz gesehen? Oh, guck mal, ich kann auf irgendwas zeigen. Hier. Der ist ein Trottel. Ziemlich cool, Trottel. Oder? Da ist ein Trottel. Wie mache ich das? Weiß ich nicht. Guck mal, wie cool das ist. Du musst auch wissen, was du da drückst. Was ist da los? Mir gefällt's. Was hast du überhaupt... Was hast du überhaupt für einen komischen Hut auf? Der passt ja gar nicht. Digga, lass meinen Hut in Ruhe. So ein Cowboy-Hut. Ah, ja, hörst du was? Hast du das gemacht? Oh, ich höre ihn. Oh. Ramela, ding dong. Wollen wir da einfach randommäßig draufspringen? Ja, lass uns einfach mal draufspringen. Gucken, was passiert. 3, 2, 1 und... Digga, spring doch! Ja, ich bin... Ah! Oh, das war Absicht. Warum ist nicht runtergefallen? Das war Absicht. Ich bin genau am Rand gelandet. Komm ganz nach vorne. Abgetimed. Komm. Wir oh fuck. Oh, oh, los, oh, 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 oh fuck. Los, da kommt ein Stoppschild. Los. Oh oh. Kommen wir da runter? Oh oh. Kommen wir? Aber nein. Stoppschild. Oh ja, ich muss runter. Easy. Haben wir. Und ist drauf. Haben wir hier noch den Lokomotivführer? Wird das Ding von irgendwen gelenkt? Oder ist das eine... Ein Geist dazu. Ich sehe leider nicht. Bekommen wir vielleicht die nächste archäologische Expedition in einem Geist dazu? Runter, Deko! Runter! Spring, Marvin! Wo ist Deko? Wo ist er? Wo ist er? Okay, was mache ich jetzt? Ja. Am besten zu mir kommen. Wir sind da. Ja, aber... Könnte bei dem Versuch sterben. Oder fällt mein Fallschirm gerade runter? Nein, bitte nicht. Nee, ich bin alles safe. Ich komm schon. Indiana Jones is on the way. Sehr gut. Okay. Ja, ah, ich krieg keine Luft. Luft. Los. Harvey, wo bist du? Ich bin hier schon weiter. Du musst hier hochklettern. Da. Ja, ich genau, seh's. Hier. Und jetzt müssen wir in den Randfluss. Heißt das so? Den Nebenfluss? Was kann man auch dazu sagen? Wir sind ja Archäologen. Wir müssen die Fachwörter dafür kennen. Ja, wir sind Flusswissenschaftler als Archäologen, weiß man. Man kennt sie. Sie sind selten, aber sie gibt es. Rein hier! Oh, ich bin fast gestorben! Ich komme, Marvin! Ich habe einen Flachkörper. Ja! Was ist denn hier aufgebaut? Richtig krassen Flachkörper ins 30 cm tiefe Wasser. Der Land. Rollstuhl, er kann kommen. Ja. Was haben sie hier verbaut? Das sieht schon etwas random aus. Aber hier beginnt das Abenteuer. Ich würde sagen, das ist der Tempeleingang. Ich hoffe doch. Dann gibt es auf jeden Fall wieder neue Schätze. Aber nichts ist besser als hier mein Goldnugget. Ihr wisst Bescheid. Das habe ich schon in der Goldmine gefunden. Hier, Deko, hast du das da gesehen? Das da? Ja, das willst du auch gerne können, ne? Und der ist ziemlich beschissen hier, der Typ. Okay, das machen Archäologen so, das ist der offizielle Archäologengruß. Man kennt ihn. Den lernst du, wenn du nicht an irgendeiner Fernuni studiert hast, du Anfänger. Go!
Wir gucken uns das mal an. Das guckt ihr den Skill an. Das ist einfach der offizielle Archäologen-Universitäten-Skill im Vergleich zu Marvins. Nein! Im Vergleich perfekt. Da sehen wir ein Archäologen-Studium abgeschlossen auf der Fernuni. Für 50 Euro im Monat. Aua, aua. Das ist genau der Unterschied. Da haben wir ihn. Komm hoch hier, los! Also gerade rennen, ja? Machen wir. Okay. Erstmal ein Schlückchen Mumienurin. Oh, Mumienurin, man kennt ihn. Wollen wir so ein Getränk mal rausbringen? Hm, hallo. Sind wir überhaupt richtig? Ab da weiß ich nicht. Du bist da ein bisschen vorgeheatet. Ja? Ja! 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 Nein! Nein, nicht die. Geh vor. Bitte geh vor. Aua. Nein! Ich bin mal aus dem Container kommen gestorben, Alter. Was? Ich bin aus dem Container fallen bin ich gestorben. Oh Mann, das wird so geil. Alter, der Speed! Bam! Das war skillig, Bruder. Ja, geh hier hoch, komm. Hallo. Hä? Hab kurz, ich muss da was zu trinken holen. Ah, man kennt ihn, okay? Ja, ja. Okay, ich bin mal gespannt, ob du das hinkriegst. Bei der archäologischen Arbeit, es kann staubig werden. Musst du noch einmal hier ein bisschen Feuchtigkeit auftanken. So, ganz langsam. Profi am Werk. Ist schon wieder verkackt? Was machst du denn Wie? Da? Wie? Was kommt denn da? Achso, oh nein. Sag nicht, die Mumien-Elektriker waren wieder am Start. Ja, ganz genau. Dieser Tempel ist noch relativ neu, kurz nachdem die Elektrizität erfunden wurde. Und deswegen gibt es hier sehr viele Fallen, die auf Strom basieren. Das habe ich gerade versucht, einfach zu springen. Aber muss ich bewegen. Also ich bin draufgeklettert und dann eigentlich nur springen, aber er springt nicht. Beim Springen wird er nochmal electrified. Okay, ich teste das jetzt. Profi, Elektriker. Elektriker. Ah, okay. Oh. Ja! Ja, ich seh's. Genauso erfolgreich wie Daddy. Daddy, Daddy! Also, das war aber auch, das GTA hat mich, die Mumie hat mich verarscht. Mhm, man kennt ihn, ja. Ich hab mich verklettert. Verklettert? Okay. Ja, willst du das ist? Sagen wir so. Wissenschaftliche Grüße. Digga, ich komm hier nicht. Endlich. Okay, hier hoch. Das krieg ich jetzt noch hin. Also schleichen. So, und jetzt klettern. Das machen wir. Ganz easy. Und jetzt? Ja! Digga, das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Einmal noch, komm. Oh mein Gott, meinst du, ich kann da so durchgehen? Alter, das wird der heilige Gral. Kannst du bestimmt. Aber ich wünsche, könnte ich irgendwie anfeuern von hier hinten. Mit so einem Feuerwerk oder so. Was machst du mit dem Wasser? Da sollst du doch nicht hingehen. Oh, ich hätte einfach durchsprinten sollen. Das war ein Fehler. Das war einfach ein Fehler. Hast du durchgeschlichen oder was? Oh. Ja, geh doch schneller, Mann. Blockier doch die Seilrutsche nicht. Oh. Digga, ich hätte fast. Ich bin erstaunt, was für ein heftiges Skill an den Tag legen. Ja! Ey, was machst du denn, komische Scheiße nochmal? Ja, einmal mit Profis arbeiten. Guck mal, da oben kommt wieder der nächste Zug. Egal, vielleicht kommen die nächsten Teilnehmer. Wenn wieder reinzugehen, bringt der oben drüber und fällt auf der Hinterseite runter. Digga, Indiana Jones, was ist los mit dir? Ich dachte, du wärst ein Actionheld. Du bist ja ein richtiger Lappen. Oh. Okay. Was ist los und mit ihm? So. Du hast das erste Ding gemacht mit Schleichen, ne? Schleichen, dann draufgehen, also schon drauf springen, ne, dass er da drauf klettert. Und dann einfach nur springen. Aber wenn du Pech hast, passiert genau das, genau. Ja, eben gerade das Glück. Pech hatte ich wohl. Wir sind gerade hatte ich einmal Glück. Und Indiana Lost. Sehe ich gerade im Chat. Digga. Haben wir es jetzt schon wieder tot? Ich schaffe einfach die erste Stelle nicht mehr. Es geht nicht. Ich schwöre dir, zum Glück haben wir hier in unserem Archäologen-Game so ein Respawn-System. Ich bin die ganze Zeit ohne Probleme da durchgekommen, ne? Und jetzt?
Ja, ich kenne das aber. Ich hatte am Anfang, nach dem ersten Schreit, so ein paar Dinger, da bin ich ein bisschen verzweifelt. Okay, also schleichen. Ja. Hochklettern. Er springt aber nicht, er macht immer erst einen Schritt nach vorne. Ja. So, erstmal den hier machen. Läuft nicht. Also oder so ähnlich. Vielleicht sollten wir mal den Mumien-Elektriker anrufen, dass der hier den Strom ausstellt, ne? Digga, wir haben doch sogar schon eigentlich gute Schuhe, ja, wo kein Strom übertragen wird. Ich bitte dich. Aber ne, vielleicht gibt's hier nicht immer eine Sicherung oder so, die wir ziehen können? Alter Schwede, Mann, was ist hier los, Mann? Was ist Aber hier also los? Bekommst du jetzt das Seil wieder hin? Nein. Also dann mach doch einfach mal langsam. Machst du es echt immer langsam? Nee, aber wenn du es jetzt so häufig nicht schaffst, dann wäre das vielleicht eine Überlegung wert, oder nicht? Habe ich gerade mal langsam versucht, da ist er direkt umgefallen. Okay. Ist, glaube ich, besser so, ja. Okay, perfekt. Was ich ganz wichtig finde, ist, im Container nach unten rutschen zu lassen. Wenn ich da einen Schritt mache, bin ich immer tot. So, vielleicht soll ich dich reinschubsen, Deko? Nee. So? Ey! Ja? Digga, du siehst kein bisschen aus wie Indiana Jones. Sieht aus, keine Ahnung wie so ein Westernheld. Aber so ein richtiger 0-15 Westernheld. Ah, Digga, ich wollte mich gerade nur wegen dieser Respektlosigkeit umdrehen und dir ins Gesicht fappen, aber... Digga, okay, das hast du verdient. Ne? Ich springe, er springt nicht. Das Problem habe ich darauf auf. Ich kann nicht aus dem Stand springen. Er muss immer erst einen Schritt nach vorne machen, um dann zu springen. Ja, warum? Ich weiß es nicht. Es muss doch auch irgendwie... wirklich einen einfachen Trick geben. Welcome to GTA. Das ist ja eigentlich der einfache Trick. Im Schleichen draufgehen und dann einfach nur springen. Das ist ja der Vereinfachungstrick eigentlich. Spring vorbei. Wie soll ich denn da vorbeispringen? Nico, spring mal vorbei. Ja, du kannst doch unseren Mumien, es geht nicht. Es geht nicht. Er springt nicht. Du kannst doch den Flugmumien, Zauber benutzen. Ah, stimmt, man kennt ihn. Ja, den mache ich gleich. Den wir auch auf unser Motorrad gelegt haben. So, oh. Jetzt wieder hoch. Ich höre nur hinter mir. Und das war das Geräusch. Ich bin auf dem Seil gestolpert und voll mit dem Kopf an die Kante gescheppert. Okay, next try. Ich habe es einmal geschafft. Einmal. Hochklettern. Warum dreht er sich um? Warum? Ich guck hier gerade. Kletter einfach hoch. Okay, stehst du auf Elektroschocks oder sowas? Oh, schade, ich dachte, bleibst du drauf liegen. Warum stirbt er denn? Was für eine Stelle. Aber es freut mich, dass du auch Probleme hast mit Tastatur. Ja, also er springt halt nicht, das ist das Problem, ne? Digga, 2 Stunden später, was ist los? Wir sind schon bei knapp 20 Minuten. Wir sind nicht mal in den Tempel reingekommen. Oh, sieht gut aus. Ja. Ha! Okay, nice, hier springe ich jetzt durch auf YOLO. Ja, hab ich. Junge! Guckt euch diesen Indiana Jones Anfänger da hinten an. Wo ist er? Richtiger Nappel, Alter. First try. Richtig easy. Digga, Hauptsache, ich sag ihm, er soll durchsprinten. Oh. Er kommt mir so. Oh. Er kommt mir wirklich so. Ich bin nicht ganz rechts geklettert, ich bin mittel hochgeklettert. Ja. Ich hab dann ganz viele, so ganz kleine Schritte nach vorne gemacht, immer nur so angetippelt, die W-Taste. Ja. Und dann ist er irgendwann automatisch einfach drüber gegangen. Oh, okay, testen wir jetzt. Beobachte dich. Kleine Tippelschritte nach vorne. Digga, wenn ich tippe... Ah, jetzt. Stehst, geh weg da! Oh, herzlich willkommen! Ja! Ich hab meinen Schiff jetzt wieder, ey. Oh, ich hab solche Schmerzen. Du hast einen richtig ausgebildeten Archäologen dabei. Warte! Wieder jetzt. Oh nein. Alles von vorne, ich sag's dir. Fake-Punkt. Ey, Hauptsache, bleib stehen, du drückst mich noch weg. Was ist denn los mit dir? Hast du mir nicht davor noch angemeckert, dass ich immer stehen bleibe, dann zu langsam mache? Ja, sollte man aber machen. Ah, ach so.
Also hast du mich quasi einfach nur so angeschrien? Hast du einfach so angeschrien? Mann, die kennt ihr nicht? Digga, was ist los mit diesem Jungen? Das musst du dir ganz schnell... Professor, hallo. Das musst du dir ganz schnell abgewöhnen. Das macht man so in der Bildungselite. Okay. Bin ich... Wo willst du hin? Bist du hier drauf? Nee, bist du nicht. Hä? Ich lande unten und rutsch sofort weg? Was ist da los? Ich frag mich, was dieses Spinning Wheel da hinten ist. Ja, sag mal, Digga, so, ich hab's geschafft. Spinning Wheel? Nee, das noch nicht, aber ich bin weiter als du bis jetzt. Okay. So, jetzt einfach langsam runter. Okay, zum Glück habe ich die richtigen Schuhe an für das Gelände hier. So, wir lassen uns langsam runter droppen. Alles smooth. Oh, da kommt ja schon die Plattform. Was war das denn, Alter? Ich habe nichts gedrückt, er ist so langsam nach vorne geschlittert. Ey. Die Frage ist, laufe ich hier rüber oder... Oh. Digga, dieses Spinning Wheel of Death sieht so aus, als würde uns gleich richtig weghufen, ey. Oh. Los rüber. Okay. Also ganz, ganz langsam runter. Ich bleib jetzt erstmal drauf stehen. Ich drück nichts, mach nichts. Er rutscht. Lass mich in Ruhe. Oh. Okay. Ja, das mache ich immer. Ich bleib immer im Container stehen und er rutscht runter. Und jetzt, komm. Ja. Bleib drauf. Hallo? Ja. Okay. Eltern, auf das Ding da vor dir. Wie springe ich nochmal? Ich habe vergessen, wie man springt. Ah! Okay. Oh. Oh. Ja. Okay, das ist ein gefährlicher Moment für mich. Da ist er fast drüber gelaufen. Und hier weiß ich jetzt nicht, ob ich den schmalen Ding hier runterlaufen soll oder ob ich den großen nehmen soll. Hä, warum rutsche ich runter? Ich mach da ja, euch! Ja, das Problem war nicht. Oh. Hä, wo bin ich? Wieso? Ich kann nicht nach vorne gehen. Ich bugge hier gerade durch. Warte. Oh. Oh. Oh, 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 oh! Ich kann hier nichts machen! Hey! Wie hast du vergackt? Ich will weg vom Controller. Ich will einfach weg zu Fußball. Guck mal, ist so, so kacke. Wirklich so kacke. Oh. Digga, ich hab Angst, darüber zu springen, ey. Es gibt, glaube ich, einen guten Moment dafür, so timingmäßig. Aua. Was tust du mir an? Ha! Okay. 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 Ja. Okay, ich lebe noch. Ich bin weiter. Ich bin jetzt vor dem Spinning Wheel of Death. Okay, krass. Digga. Ich glaube, wir müssen da reinspringen und hoffen, dass er uns Leben zum Punkt scheppert. Okay, ich muss jetzt schneller sein. Ich pack da schon wieder rein. Ja. Ja, hatte okay. Ich auch. Genau, jetzt da rüber und runter auf den großen. Ja. Bei mir bist du gerade runtergefallen, aber du bist ja schon noch drauf. Ist hier ja, jetzt habe ich timingmäßig die richtigen Moment abgehört. Jetzt ungefähr. Digga. Mit ich Sprinten rüberspringen. Ja, das schaffe ich nicht. Mit Sprinten schaffe ich nicht. Da bin ich zu controllermäßig zu krass. Ey! Er bleibt doch einfach nicht stehen, Mann! Ich versuch das jetzt mit der Tastatur. Also, ich hab Angst hier, Alter. Jetzt. Ich sterb doch 100% Sobald mich dieses Spinning Wheel hier berührt, bin ich doch 100% tot, Alter. Was für eine Qual. Oh! 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 Ich dachte, ich sterbe beim Aufschlag an der Wand. Ich lebe noch, ich hab den Punkt. Oh. 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 Ich sag's nochmal, ich sag mir den nächsten an. Hallo. Alter. Digga, das Teil hat mich zuerst an die Bergwand geschleudert und ich dachte, dabei sterbe ich. Oh. Alter, warum zu Fußballkurs? Okay, ich komme, um dir zuzufeiern. Feier mir mal zu, ja. Bitte. Bitte, oh. Bitte! Oh. 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 Komm, okay. Hammerboy hier, komm, ich Hammerboy. Ich stehe hier und heiße dich willkommen. Also vor allem heiß, aber... willkommen auch ein bisschen. Okay, hier rüber. Wenn ich diesen Windrad da hinten schon sehe, ne? Warum? Geh da am Stück durch. Ja. Ja, Vorsicht. Also hier kann ich erstmal draufbleiben. Kein Problem, jetzt kletter ich hier rüber. Ja, okay, das geht alles, aber ich glaube, ich muss einfach hier sprinten. Dann krieg ich das hin.
Ich habe mich an die schmale Seite gestellt, rechts von dir. Wird dann so leicht zum Dicken rüber ge... Oh. Digga, das sieht richtig... Ist noch da. Bist du gerade aufs Maul ge... Oh, Junge. Bei jedem Step, den du machst, stirbst du bei mir, Alter. Digga. Du bist schon wieder unten bei mir? Ey! Ey, kannst du bitte rüberkommen und bei mir das eben mit der Tastatur machen? Bitte! Bitte! Ey! Wie hast du das verkackt? Wenn du denkst, irgendwas war mal die Hölle. Nein, nein! Das ist die Hölle. Glaub mir. Die Fußballkur war schon immer die Hölle. Aber jetzt haben wir ein neues Level erreicht. Zur Fußballkur mit Controller. Einmal ich muss dazu sagen, Marvin ist nur der Nachwuchs Indiana Jones. Digga, der Jamaika Hammer. Sieht gerade noch aus. Er geht, okay. Das. Was geschieht hier, Digga? Digga, der Jamaika Hammer. Ich bilde ihn gerade noch aus. Er geht, okay. Das. Was geschieht hier, Mann? Da bist du nochmal gestorben? Ey, ganz ehrlich, es ist einfach zu random, Mann. Es ist zu random. Ey, bei mir hast du gerade so einen richtigen Purzelbaum gemacht. Hast du so einen Ratschlag dich überschlagen und warst aber immer nach oben. Dann habe ich den Lachanfall bekommen und dann warst du aber nicht mehr da. Ja, dann habe ich nur einmal den Controller bewegt und er war unten. Ey. Die Hose oder was? Hier schon lange unten. Oh, okay. Oh. Oh. Bitte, bitte. Reg mich nicht auf hier. Reg mich einfach nicht auf. Okay, also hier. Ja. Warum? Digga, ich weiß gar nicht, wie man solche Bewegungen machen kann im GTA. Warum? Warum? Was machst du denn da? Du bist bei mir vollkommen falsch gesprungen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, aber... Können wir das hier abbrechen? Ich glaube, wir haben noch so anderthalb Stunden vor uns. Alter. Digga, wir sind hier... Warte mal. Wir sind bei Punkt 21 von 80. Ey! Oh. Digga, soll ich schon mal alleine weitermachen? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, dann bleibe ich wirklich die ganze Zeit hier. Oh. Also was danach ja noch das Problem wird, danach muss ich ja diese Wheel of Death muss ich noch First Try hinkriegen. Ja, aber ich glaube, das ist... Also wenn du nicht stirbst dabei, was ich einfach mal hoffe, das sollte schon klappen. Komm. Komm. Digga, als hätte er einfach 4 Jahre lang am Stück Waden trainiert und kann einfach nicht mehr auftreten, ey. Digga, wenn du diesen ganzen Kram aus meiner Sicht siehst, ne? Was du da verzapfst, das ist unfassbar. Drop rein, los! Drop rein! Ich geb schon wieder. Ist das euer Ernst? Wirklich? Ist das euer Ernst? Wirklich? Ey, ich kann aber nichts machen! Ich stehe nur da und die Beine brechen weg. Oh, Digga, Alter, ich muss Muskeln schon anziehen, mir ist zu warm jetzt. Oh. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach von vorne bis hinten nicht. Warum, ey? Boy Sahne schreibt gerade einfach, er hat einfach Dekos Fasten in den Füßen. Digga, steh doch auf, Mann. Er macht erstmal Urlaub. Oh. Oh. Okay, weiter geht's. Ich hab das doch sogar First Try geschafft, wenn ich mich gerade zu erinnere. Alter Schwede. Da hast du auf jeden Fall Mufasa erstmal seine Affeneier geleckt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich gehe einfach mal hier direkt rüber. Okay, das geht nicht. Wo bin ich jetzt drauf? Okay, hier. Dann gehe ich jetzt einfach hier runter. Fall runter, los. Ja, okay. Ja, bei mir fliegst du schon wieder irgendwo. Ja, hin. Renn doch mal!
Marathon danach noch, ey. La 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 la. Ich lande schon auf der anderen Seite, aber ich renne noch 20 Meter weiter. Anstatt einfach stehen zu bleiben. Warte mal, habe ich eine Waffe? Nee. Oh, Junge, Alter. Hätte ich eine Waffe, könnte ich sofort springen, zielen. Die Technik kenne ich, aber so. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn hier machen? Digga, ich weine Tränen, Alter, ich weine. Also, ich kann jetzt nochmal Plan B versuchen. Ich stehe jetzt am Rand. Ich stehe jetzt auf den Hammer drauf. Und werde richtig YOLO nur stehen und dann springen. Es hat einfach sonst keinen Sinn. Okay, habe ich auch gemacht. Also ich habe dabei noch Shift gedrückt, aber okay, bin so quasi aus dem Stand losgesprungen. Digga, hast du das gesehen? Ich renne rüber, der Controller ist nicht mehr gedrückt, er springt noch bis zum... Wie das aus meiner Sicht aussieht. Er springt aber noch bis zum Todeswheel. Ich den Verstand verlieren. Okay. Hier wieder rübergehen. Rübergehen. Rübergehen! Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich werf einen Blick rüber in den Chat, Alter, und ich guck hin und Marvin ist einfach weg. Ich habe nicht mal was gedrückt, ne? Plötzlich, keine Ahnung, sind irgendwelche Knochenmaden angekommen, haben ihn die Knochenmuskulatur in der Wade durchgebissen und er verkackt ein... Das war mein Fehler. Ich spüre, das ist der Troy. Das ist er. Ich glaube auch, das ist er jetzt. Langsam nach unten. Wir warten noch. Wir warten noch. Der Hammerkopf kommt, aber... Wir warten, bis wir unten sind. Alles ganz chillig. Okay, Hamburg Kid sagt, bei dir ist das B. Du musst B drücken. Ich habe gerade auch B gedrückt, passiert auch nichts. Okay, dann weiß ich auch nicht. Warte mal, wenn er einen PlayStation-Controller hat, ist das A. Bei A passiert aber auch nichts. Ich habe jetzt meinen Controller angemacht. Ich drücke B. Er macht nichts. Ich drücke X. Er macht auch nichts. Komm, jetzt hier. Hier jetzt runter. Du musst nach vorne drücken und X drücken. Okay. Nach vorne und X. Digga, bei mir sieht das gerade so falsch aus. Du fällst gerade ungefähr 1000 Mal eine Sekunde runter. Okay. Ja, geh schleichen. Schleichmodus. Mach das jetzt ganz ruhig und langsam. Du darfst jetzt nicht nochmal verkacken. Digga. Und ich habe versucht, das irgendwie abzutimen. Was ist das? Okay. Was machst du da? Wo gehst du hin? Geh ein bisschen nach hinten, um Anlauf zu nehmen. Ich glaube, es ist besser, wenn du vorne ankommst, nicht so weit rein, weil dann hast du mehr ne, Schwung. Ich wollte sprinten. Bin nur reingesprungen. Okay. Wenn du mittig landest, wirst du halt nur umgedreht quasi. Leute. Nico, einmal bitte Schamanengesänge. Um Ziegenmann. 3, 2, 1. Ja! Als ich dich auf die Felswand zufliegen sehen habe, dachte ich, du stirbst. First try, easy. Ja. Das wird Trey viel Arbeit kosten, das First Try zu schneiden. Easy Boy, easy First Try Boy. So, einmal respawn. Oh. Oh. Alter Schwede, dass ich das überlebt habe, ne? Es war so unlogisch. Was Marvin für ein Unehrenmann ist, Alter. Er mir nicht mal für meine großzügigen Schamanengesänge dankt dir. Merci. Es sollte noch kommen. Ja. Oh, das war eine schwere Geburt. Okay, jetzt müssen wir hier lang? Bin ich von hier aus runtergesprungen? Da war der ja. Zug. Ah! Ich hab da aber schon mal gerespawnt. Ah, vielleicht muss man ein paar Mal öfter respawnen.
Komm ich jetzt da lang? Ich muss gerade dreimal respawnen fürs Motorrad. Oh, kann ich jetzt da drüber fahren? Oh no. Nee, auch nicht. Kannst du mich kurz mal anbumsen? Gerne, hallo. Los, fahren Sie! Hab ich's jetzt? Oh, jetzt geht's, jawohl! So, wo bist du? Hier vorne. Hä, wo, was? Nein! Ach so, ups. Hab ich nicht gesehen. Gut. Also, hier lang? Ja. Ja, ist aber richtig verwunschen hier. Ja, wir sind ja hier auch auf der archäologischen Expo, ne? Ja. Wer ist das? Expedition. Einmal RAM für dich, bitteschön. Ganz leicht anbumsen. Nochmal, jetzt fahre ich nach vorne. Ja, ich glaube, das hat geholfen. Oh ja, beruhig dich! Oh ja, komm. Meinst du, ich soll hier rüberfahren? Ja, ne? Ich glaube schon. Okay, das war nicht gut. Los! Ja! Okay, den Punkt haben wir. Oh nice, es geht weiter. Deko, beruhig sie dich! Ich bin dein Sensei! Halt mich fest, Sensei. Okay, das haben wir. Einfach YOLO? YOLO! Okay. Boah, wir düsen hier aber jetzt echt, jetzt kommen wir ein bisschen vorwärts. Endlich! Aber ich glaube, Trey kennt uns, er hat ja 2 Stunden festgehalten. Und ich glaube, es werden vielleicht sogar... Ich glaube, er hat gerade mit dem Punkt noch nicht gerechnet. Nee, das glaube ich auch nicht. Er hätte eigentlich gedacht, es wird First Try. Aber wir sind ja auch immer noch nicht im Tempel, ne? Wir sind ja eigentlich noch drumherum und erkundschaften gerade die Tempelanlage, ob wir irgendwo einen Eingang finden. Und bisher sieht's noch nicht so aus. Hätte man auch schaffen können? Hätte? Ja, wärst du ein schlauer Deko gewesen, hättest du hier ein bisschen gewartet und geguckt, was... Ja, jetzt geh mir doch hier aus dem Weg, Alter! Ja, hallo? Ach, er fährt einfach genau vor mich, wenn ich hier springen will. Ja. Digga, verzieh dich doch einfach! Wunderst du dich ehrlich noch, dass du verkackst? Digga, nimm doch einfach den Spawn mit! Oh. Siehst du, dann wärst du so cool und unterwegs wie ich. Muss man jetzt unten lang? Ja, ne? Ah ja, ich glaube, man muss unten lang. Qua! Was ist los? Leguan? Oh, nach hinten fahren? Oh, er springt man... hier nicht, oder was? Ich fahre nur gegen! Jetzt könnte man da rein, aber wir springen hier rüber. Digga, was ist hier los, Mann? Hey, und ich springe komplett rüber um die Plattform, Alter. Es läuft so todesunschmuff, warte. Oh. Du hast gefurzt? Ja, Deko, es war ein Furz. Oh. Warte, kenne ich so, als würdest du jetzt... Warte kurz, warte! Alter, Digga, als würde ich das erste Mal GTA spielen. So läuft das hier gerade, wirklich. Hey, warum bleibst du da stehen? Respawn doch einfach! Nein, ich will ja hier drauf langfahren. Was machst du da? Wo bist du? Schade. Oh, perfekt, Alter. Kannst du niemals so gut machen wie ich gerade. So, okay. Oh, das ist so verloren, Alter. Digga, deswegen mach's doch so wie ich. Auf dem Ding da oben einfach einmal kurz nach hinten fahren, Anschwung holen, easy. Oh, am liebsten würde ich mir das Mikrofon jetzt ins Auge rammen. Okay. Ich würde dir dabei sogar helfen. Ich glaube auch. Da habe ich gerade noch verkackt, wo du bist. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, auch schon verkackt. Ich mach das wieder am Stück, das ist mir zu blöd. Ey, ich will jetzt rüberspringen. Wir machen das jetzt Fullspeed. Wir machen das der, jetzt muss ich hier so eine Stange mitnehmen und da rüberspringen, oder was? Bei welchem Part hast du verkackt? Freundin. Tut mir leid. Den hast du schon geschafft. Okay, scheiße. Wenn ich jetzt rüber... Jetzt. Digga, ich hundertprozentig falle ich runter. Und jetzt wieder. Ja, so, da ist einfach nicht meine Stange. Ey. So, da bin ich gerade gegengefahren. Ich habe diese diagonalen Stangen einfach nicht gesehen. Keine Ahnung, was mich da wieder geritten hat. Diagonal in dein Gesicht. Okay, Dekord verkackt. Frage, soll ich da jetzt drauf fahren oder rüberspringen? Ja, das war easy. Von da aus, wo du jetzt stehst, einfach... Nein, du musst nicht aufs Haus. Einfach nur von da aus gerade rüber mit Wheelie. Guck mal, das sind meine... Das, ne, weißt du, Deko? Heb dir Tipps, helfe dir. Nein, da muss man jetzt drauf. Nein! Ich hab gerade verkackt. By the way, die Stangen sind nicht echt da. Welche Stangen? Die hier? Ja, die neben dir. Ich bin gerade durchgefahren.
Ja doch, man kann da so hochfahren. Ah, warte mal, apropos hochfahren. Meinst du? Versuch das jetzt. Oh! Ja, los, komm her. Ich halte dich auf hier. Aber bitte ramm mich nicht runter, bitte tu's nicht. Okay. Okay, nächster Step. Vorsicht. Ich habe Angst, wenn ich hier gegenfahre, bei dem Winkel, dass ich runterfalle. Oh mein Gott, ich habe richtig Angst. Na! Ja. Kannst du bitte einmal dein Motorrad weghauen? Warum kann ich nicht aufsteigen? Ja, schieb das mal weg da! Oh, nein! Ich versuch da jetzt rüber zu springen. YOLO. Also, Wheelie und hoch. Warte mal, so. Ich werde also, sowas von bereuen. Das hab ich auch versucht, ne? Ich weiß nicht. Versuch's, aber... Oh, du bist Alter hinter Schwede. Mir. Digga! Alter! Ja, Digga, so ein Archäologenleben ist hart, Alter. Oh. Ich hab so Schmerzen, ne? Ich hab so innerliche Schmerzen. Oh. Gut, das Ding ist, dass für dich die Punkte davor noch schlimmer waren. Okay, das habe ich. Ah, das wird jetzt nochmal böse. Also das habe ich ja gerade wirklich richtig random geschafft. Richtig. Ah, ich fand's aber eigentlich nicht so schwierig. Es ist einfach so lost, Mann. Es ist so lost. Ah, ich hab's geschafft, easy. War eigentlich ganz einfach. Digga, ich hab hier so Angst, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das hier irgendwie nehmen soll. Ich würde so machen, wie ich es gemacht habe, aber weiter Vollgas fahren. Ich bin leider vom... Mach das nicht so. Digga, ich bin schon wieder abgefallen beim Hochfahren, ne? Man kann echt nicht mehr aufsteigen, ne? Wie geht das hier? Kann ich zu Fuß gehen einfach? Was hast du denn gemacht? Warst du gerade schon neben mir, oder nicht? Was ist denn da jetzt passiert? Muss ich dir erklären. Wie schaffst du es denn, da drauf stehen zu bleiben, nicht zu schnell zu werden? Ja, verzieh dich doch! Easy. Also ich richte mich so aus, dass ich so einen Winkel habe, dass der Hochfahrer halt, ne, die Stange. Ja. Und fahre einfach nach hinten an die Kante und dann rüber. Okay, das musst du mir jetzt nochmal beibringen. Also hier. Hier. Und jetzt einfach rüberfahren. Und, war ein guter Tipp? Nee. Ich hab's anders gemacht. Warte, beruhig dich jetzt. Ich muss das hier mal kurz ausprobieren, ja? Hey, warum springt der denn hier nicht? Ich fahr mit okay. Voll Wheelie in die Kante gehen oder springt nicht! So. Ich brauche jetzt wieder deinen Support, Deko. Gib mir deinen Support. Okay, ab geht's. Nee. Ja, so geht's! Wie hast du es jetzt gemacht? Sag ich dir nicht. Hä, hey, was? Junge! Ich zeig dir jetzt nochmal, wie ich das gemacht habe. Ja, zum dritten Mal. Ich weiß, Lol? Ich krieg hier gerade den Sprung nicht hin. Ich komm nicht weiter. Wie, du kommst nicht weiter? Erst einmal kann ich dir sagen, dass das in der Mitte gar kein Löchlein ist. Digga, du kannst dann einfach hochfahren. Okay, das sollst du hinkriegen. Mal schauen. Ich habe gerade auch schon cool versucht, aus. Einfach hochfahren, aber ich bin immer abgeprallt. Ich will jetzt erstmal die Muchachos fragen, wie findet ihr diesen Spielmodus? Also ich finde es was komplett Neues mal bei GTA. Ich find's krass. Habe ich so noch nie gesehen. Wenn man jetzt noch so andere Themen aufbauen würde, also Alter, es dauert ja, natürlich... So Alien oder sowas zum Beispiel? Alien könnte man noch... Predator in so einem UFO? Also irgendwas Storymäßiges, ne? Das wäre richtig geil. Ja, deswegen sag ich ja Alien vs. Predator vom Film. Nice. So, jetzt müsstest du es eigentlich hinkriegen. Ja, der ganze Fick hier, alles kein Problem, ey. Oh, ne, ich fahr jetzt hier in das Loch rein. Und dann links. Fahr nach hinten. Und voll einfach da. Nur links gegen, ohne irgendeine Num-Taste, ohne alles. Hallo. Ah, das, kam mir ziemlich Technik, einfach vor. Ne? Bei Technikfragen? Technikfragen. Oh. Okay, ab geht's. Weiter geht's hier. Indiana Jones! Lol. Was?
Oh! Oh! Diesmal geschafft? Promo, Sir! Ja! Weiter geht's! Komm, komm, komm! Ja! Was? Wie geil ist das denn? Dico, komm her, ja, Mann! Ja, jetzt zerreißt mir die Reifen, oder was? Komm her! Ja, Mann! Ich hab noch einen noch nie gesehen! Wow! Ja! Fahr da ruhig gegen! Gar kein Problem! Wow! Indiana Jones Tricks! Links, rechts, geradeaus! Hä? Aber wir haben noch Motorrad, da ist das richtige Fahrzeug. Das ist das richtige Fahrzeug, ja. Okay. Wo bist du denn? Hast du gerade verkackt? Nee, ich bin gerespawnt, weil du gerespawnt bist. Achso? Ich dachte, gibt's irgendwie ein anderes Fahrzeug. Nee, alles gut. Oh, Fort Knox ist das hier? Hallo? Ja! Windräder. Ich respawn nochmal, vielleicht ist hier zu Fuß. Ja. Es ist zu Fuß. Ich respawn noch zweimal, um sicher zu gehen. You are so beautiful to me. Ja! War das gut? War das schlecht? Oh. Ich glaube, das war schlecht. Oh mein Gott. Marbossa ist auf dem ersten. Ja, Junge! Ciao! Ich lebe noch. Alles easy. Bin ich hier richtig? Kann ich hier irgendwie... Wo ist der Punkt? Ja, wie ich mitgerissen werde. Ich lebe noch. Oh. Oh? Bin ich jetzt hier richtig? Wie kommt man da hin, Deko? Hallo! Da war ich, glaube ich, auch gerade, wo du bist. Muss man hier hochklettern? Weil hier ist ja eigentlich eine rote Wand. So, ja, hier lang. Wir müssen auf die rote Wand drauf. Okay, vielleicht von dem Kirchturm hier. Kletter hier einfach mal hoch. Ja. Hier nochmal hoch. Kann man da auch nochmal weiter hoch? Nee. Von hier. Oh ja, das ist eine gute Idee. Hallo? Oh, warte, ja, stopp. Heizkörper. Also irgendwas Ordnungsanrufen hier, Alter. Das ist, glaube ich, nicht so richtig hier. Kommen wir da hin? Ja, wir kommen hier nicht drauf. Schade. Okay, springen? Auf jeden Fall schaffst du es jetzt von hier auf das Rote zu springen. Komm. Ich spring jetzt aber mit. Indiana Jones, mach die Fliege. Ja! Ey, was ist hier los, Mann? Warum? Ich weiß noch nicht so ganz, wie das wirklich in richtig funktionieren soll. Ich auch nicht. Warte mal, irgendwo draufklettern. Wir müssen ja nur den Punkt entdecken. Nee, ich würde schon sagen, deine Ecke ist richtig. Ja, okay, warte mal. Weißt du, wenn du dich hier auf die, auf diese komische drehende Radarstation draufstellst, die hebt dich ja hoch bis oben auf die Mauer. Ja, okay. Ja, kann ich hier bitte nicht rumgereicht werden? Dankeschön. Oh, ich sag mal, das war voller Profi-Modus. Ich hole mir eben den Punkt. Er hat den Punkt. Okay. Okay. Vielleicht hier nochmal lang voller gehen? Profi. Ich glaube... Warte mal, halt, stopp. Marvin, komm hier zu mir. Hier rüber. Hier ist richtig. Wir haben alles falsch gemacht, Alter. Ach so, einfach nur zu diesem Aussichtsturm oder was? Ja, ja und ja. Okay, dann musst du aber auch erstmal hinkommen. Nee, das kommt dann. Also ja, du musst erstmal zum Turm hinkommen. Ja, das stimmt. Ja! Die Leiter am Turm ist sogar auch im Radius der. Wo willst du hin? Okay. Den Wachturm hoch, Marvin. Okay, also war wirklich richtig. Näher dich doch von hier. Genau, von da. Okay, jetzt muss ich jetzt abtimen. Warte, ich komme kurz runter und helfe dir. Ja. Okay, und jetzt? Wie komme ich. Alter, wie soll ich das denn schaffen? Nein, du bist da falsch. Du musst die Leiter gehen. Kann ich hier hoch? Nein. Ja, hämmer mich aus der GTA-Welt raus. Hier ist die Leiter. Hier musst du hochklettern. GTA-Welt, hallo? Wo muss ich hin? Hier, wo ich stehe. Siehst du mich? Ja, okay, dann muss ich da also doch außen rum. Das wäre wahrscheinlich besser, ne? Komm. So. Oh, ah! Ja. Oh. Oh ja. Was für eine schwierige Geburt. Oh. Ah. Da muss dazu sagen, first try, ne? Easy. Mal wieder. Ich hab's in cooler gemacht. Du hast Plan B gemacht. Keine Ahnung, wie du es gemacht hast, aber es hat funktioniert. Digga, ich hab mich hier von diesem rotierenden Radarstation-Teil in der Ecke, hab ich mich hier hochboosten lassen. Bin aber hier drauf quasi fallen zum Liegen gekommen und dann aber zum Glück nicht runtergefallen. Ja, wie viel Glück! Das war schon sehr lucky, ja. Okay, dann... Ich würde sagen, wir springen jetzt hier runter. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1... Nein! Im Partnerlook fast! Im Partnerlook! Es war so knapp!
Ja, oh, das schaffe ich. Das ist hier jetzt Qua. Einfach. Oh nein, respawn. Huh. Ich komme jetzt. Augen zu, Marvin. Ich komme. Was da noch alles kommt, ey. Was da noch alles kommt. Und jetzt geht die Reise weiter. Ich hoffe, wir fallen da nicht rein? Durch. Nein. Zum Glück, und es kommen auf jeden Fall noch Warrides. Stimmt, wir kraxeln. Da war übrigens ein Punkt neben uns. Digga, wie uns trollt, Alter, was ist denn da los? Meinst du einfach so rechts dran vorbeifliegen dann? Ja, ne? So? Warte. So, bam. Da unten rechts ist wieder aus dem Punkt, ja. Digga, das war Skillobosser! Und jetzt, hier einfach hoch. Qua! Jetzt geht's los! Jetzt. Den Punkt bekommen wir ja auch, aber ich bin nicht stylomäßig drauf geblieben. Ja! Oh, das war endlich mal was richtig, richtig Geiles. Hallo, Deko? Digga, wie Marvin einfach immer weiter yeetet. Ja, ich muss doch. Ich warte an jeder Ecke auf ihn, Alter. Er scheppert immer einfach durch. Sorry, Bro. Oder sorry, du Model. Sagen würde. Aber ich schnief erstmal ein bisschen Goldstaub, weil ich das Geld habe. Ja, das kannst du ja erstmal schön abarbeiten. Oh. Okay. Komm schon, folge mir. Ja, ich komme doch. Ich glaube, ich den Sinn verstanden. Das war dein Ernst? Wie geil ist das denn? Aber ich hab's nicht geschafft. Aber das war richtig gut. Was hast du gemacht? Was hab ich gemacht? Die Falle hat mich da rüber gekickt, Mann. Aber nicht ganz. Ich glaube, ganz am Ende. Du musst einen, glaube ich, im Rennen erwischen. Ja. Deswegen am Anfang ein bisschen warten. Qua! Los, Freunde, feuert uns an! Erstmal draufgehen. Digga, ich hab sogar noch die Sprint-Taste gedrückt und dann sprintet nicht, oder was? Hallo. Oh! Die Profi-Möwe! Indiana Jones in Action. Sprung, hier drüben, easy. Da kann man nicht wusste, was ich sagen. Achso, es ist kurz noch einer, ne? Ja. Man kann direkt überklicken. Ich bin da am Anfang stehen geblieben, aber bis diese drei Piepser am Anfang weg waren und dann losgesprintet. Achso, echt? Oh, dann war ich gerade. Und dann los. Okay. Vielleicht soll ich das auch so machen. Profi halt, ne? Okay, Profi. Ich schau's mir an. Mit Technik. Das war nicht weit genug gesprintet. Oder gar nicht gesprintet. Trotzdem drauf? Jawollo! Okay, aber ich bin auch schon vorher losgegangen. Gerät ist, ich weiß nicht, ich hoffe, du stirbst nicht. Dein Ernst jetzt? Bist du runtergestoßen worden oder was? Ja! Okay. Mr. Chef Indiana Jones, geh mal kurz hier ein bisschen Wasser lassen, ne? Ich empfange dich hier gleich, wenn du. Okay, man muss dich aber wieder rüberschießen lassen. Nee, ich bin einfach nur drüber gelaufen. Also, ich glaube, du musst einfach nur am Ende ankommen und dann rüberspringen. Oh, okay, das war gut. Bis zum Ende ankommen, okay. Das wird, glaube ich, echt gar nicht so einfach. Dann gehe ich hier wieder im Chillo-Modus lang. Weiß nicht, ob er rübergegangen ist. Kann ich so rübergehen? Ja. Darüber springen, okay. Los. Einmal noch aktivieren. Okay. Ja. Oh. Ab ins Gebüsch. Oh, Hallöchen, Mr. Deko. Gut, dann gehen wir schon mal weiter. Deko macht sich gerade etwas leichter. Macht kurz ein bisschen Pipi. Und wir gehen jetzt hier am Buschfeld lang. Der legendäre Buschfeld. Oder das Buschfeld. Oh, hallo. Hier einfach runterfallen, ja, okay. Ja, das hast du schon erzählt den Zuschauern. Das ist hier der legendäre Buschfeld von Equantip. Alles er war vorne. Ein Ureinwohner-Zombie. Ist das wieder schön. Wo hast du verkackt? Oh. Das ist einfach runtergefallen an der Stelle. Ja! Digga, ich bin runtergefallen wie so ein Bikini-Model, Alter. In der Halle. Okay. Kennst du diese Bikini-Models, die so
im Bikini auf so einer Liege liegen, das eine Bein so aufgestellt, zur Seite, auf der Seite, das eine Bein so hochgestellt. Ja, natürlich. Guck ich mir jeden Tag an. Genau so in der Position bin ich gerade runtergefallen. Okay, das ging wieder klar. Nein, ich rutsche! Deko. Okay, das war der klassische Weg. Okay, hier irgendwo runterspringen, ne? Aber wahrscheinlich langsam runterspringen. Ich bin ganz langsam versucht, ganz links am Rand runter zu jetten. Deko ist versucht. Bin aber leider abgestürzt. Deko hat wieder ein Hangover. Was, warum? Ist das jetzt der richtige Weg? Warum Hangover? Weil du abgestürzt bist. Achso, ja. Oh nein. Den verfickte Kacke doch mal! Was muss ich hier machen? Okay, Marvin kann mir also jetzt nicht den Weg zeigen. Oh! Oh, du musst die rote Strecke runter. Die rote Strecke. Und diesmal saftig. Welche rote Strecke? Ich habe keine Farben gesehen. Nein! Nein! Ja, los! Baller mich nach oben! Los! Okay, ich bin jetzt wieder auf dem Felsen hier. Muss ich da hin? Digga, wo muss ich denn hin? Also, den roten Scheiß einfach runter. Ganz, ganz langsam. Ganz, ganz langsam, Deko. Was heißt den roten Scheiß runter? Kann man da runter, nicht gesehen? Runterrutschen oder was? Ja, ja. Mama! Ich will hier weg. Los, ich will hier weg. Oh. Ja! Ja! Los! Nein! 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 Bleib doch einfach da, Mann! Wie geil war das bitte? Ja! Er fällt mich hier noch weg, oder was? Das war schon wieder zu wenig. Ist das, was kommt, wo? Wir müssen ganz nach oben kommen irgendwie. Hä? Ah, okay. Ich glaube, du musst hier hin. Ja, da musst du hin. Komm, fall nach vorne, komm. Das war richtig. Komm, komm. Komm noch ganz nach vorne. Digga, nein. Ich komm da gar nicht hin, bis das Ding losgeht. Ja, oh, du hast fast geschafft. Oh ja. Überlebe, los. Okay, ich bleib kurz hier. Ciao. Ich hab den Punkt! Die Möwe, Junge! Komm hoch. Oh, es war so close. Alter Schwede, ich bin einfach der geborene Indiana Jones. So, jetzt. Direkt hier an der Ecke. Ich stand nicht ganz in der Ecke drin, by the way. Und ich bin durchgehend nach vorne gesprintet. Ja, da wieder dran vorbeigedietet, Alter. Oh, falsche Richtung. Also in meine Richtung hier noch. In meinen vorne, ja? Ey, es war wieder so knapp, Mann. Jetzt einfach hier hin. Ja, da so. Und dann nach vorne. Ja. Okay. War nicht ganz in der Ecke dran, ne? Geht doch. Jetzt reit nicht zu weit. Oh, danke schön. Alter! Oh. Digga Schwede! Oh, Digga Schwede, das neueste Wort! Digga Schwede, oh, auf geht's! Digga Schwede! Huh? Oh, 66 Minuten! Oh! Oh mein Gott, ey! Muchacho, 66 Minuten! Pure Qual, Mann! Hashtag staubige. Staubige Kimme! Wie ich einfach zu Fußparcours hatte. Ne, weil wir haben ja, ne, eine Stunde ist immer, ne, mit Hashtag. Wir machen aber nicht Klassiker salzige Kimme, sondern machen, weil Expedition sowas, wir machen staubige Kimme. Hashtag staubige Kimme. Das auf jeden Fall. Und sie ist extra trocken. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Also Hashtag staubige Kimme, Hashtag extra trocken. Okay, also hier rüber. Okay, und bam. Ha, bleib da liegen! Okay. Oh, wie viel zu Fußkram ist da noch drin? Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich find's eigentlich ganz easy. Ich sterbe von innen. Was machst du da? Ich geh bitte hier lang, dankeschön. Oh.
Alter Schwede. Aber da war nur dieser eine Sprung, oder? Hä? Ich hab grad eine mies coole Kamerafahrt für den Trail aufgenommen. Wenn er die nicht reinnimmt, dann ist er schlecht. Digga, das war doch ehrlich. Ich hab das in der First Try gemacht. Wo ist denn hier dein Ehrgeiz? Du darfst eigentlich gar nicht mit mir reden, weil du nicht mit Controller spielst. Deswegen. Jetzt kommt er mir wieder so, Alter. Von oben herab, Alter. Richtig eingebildet. Wenn du Controller hast, dann darfst du schimpfen mit mir, wie du magst. Aber so bist du für mich einfach ein richtig trockenes, versalztes, zu dreckiges, nie geputztes Poloch. Also, ich will mal gerade darauf hinweisen, dass du mir im Moment ziemlich salzig vorkommst. So, aber jetzt einmal wieder konzentrieren. Einmal bedacht. Ja, warum nicht wieder sprinten? Man kennt ihn. Ah, ja, mit Schleichen geht. Ich master es noch. Leute, ich master noch das Klettern und Springen. Alter, das war aber laut, Digga. Oh. Oh, mein ganzes Salz wird sofort in Rüstung verschmiedet. Oh yeah. Boah, ich bin richtig nass geschwitzt, ey. So müssen wir jetzt da. Ja. müssen wir rein, nicht da rein, ne? Höchstwahrscheinlich nicht, ne. Aber da war ein Speed am Ende. Ja, aber das ist auch direkt der Punkt. Ah, okay. Ich würde versuchen, den Speed so mitzunehmen, dass du direkt den Punkt. Ich glaube sogar rechts fahren wir vielleicht schlauer. Ich glaube, es wäre alles möglich, ja. Los, gönn dir, los! Gönn mir, GTA! Digga, wir sind bei Punkt 47, ne? Jetzt kommt die Speed-Challenge. Alter Schwede, ey, diese Map. Oh mein Gott. Okay. Was ist hier? Nicht bekommen? Was ist hier los? Die wurde wieder zurückgebogt? Ja, so will ich es auch machen, ja. Kua! Ja, weißt du, ich hab ja alle Leute! Bei mir draußen der Umgebungssound, Alter. Jede 10 Minuten eine Polizeisirene. Richtiges kriminellen Hotspot hier, Alter. Ich hab's geschafft. Easy, Alter. Ey, das ist doch mal ein bisschen Alter. Ey, warum, Digga? Ich hab einfach ein krasses Motorrad. Boxershorts. Und außerdem bin ich Indiana Jones Boy. Boxershorts. Und du bist Indiana Jones in billig. Digga, ich bin einfach mit dem Motorrad gerade einen Berg hochgefahren. Also wenn das nicht Indiana Jones war, dann weiß ich aber auch nicht. Das war der. Dabei kein riesiger Stein hintergerollt ist, war es nicht. War einfach der heilige Gral war das. Aber jetzt gibt's hier ein paar easy easy Punkte. Oh ja, ich nehme jeden Punkt nämlich geschenkt an, wirklich. Mit Freude nehme ich an. Aber du bist noch nicht im Tempel drin gewesen. Ja, wahrscheinlich ist das dann Level 2 irgendwann. Los, gib Gas. Doch, warte. Ich einfach nur gerade runter. Oh ja, haben wir. Wie kommt man da hoch? Okay, scheinbar geht das. Ja, Alter, was ist das für eine Karre, Mann? Alter, die ist ja richtig gestört. Die hat gut Zug auf jeden Fall, Alter. Also gut Grip auch. Ja, ich hätte mich da runtergestoßen, ne? Dann wäre hier Holland offen, ne? Wäre aber richtig offen, Alter. Kannst du auch von träumen, ey. Oh, alle Punkte nehme ich mit. Hier, komm. Aber also warum die Punkte so? Schmal mit Marvin. 55, 56 haben wir jetzt. Oh ja, ist das angenehm. Oh, so gut. Wahrscheinlich ist hier unter uns jetzt gerade der Tempel und wir kürzen einfach alles oben ab. Richtig chillig, ey. Oh. Ah? Wow! Hä? Hey. Ich hab gerespawnt, aber. Hätte ich, glaube ich, gar nicht. Müssen. Okay, skillig. Hol dir jetzt Highspeed, Marvin! Ja. Ja! Ey! Und er rammt mich! Weiter, wo bist du? Hinter dir! Bin schneller. Zu ähnlich. Eh easy. Okay, respawn. Gehst aber schon wieder zu Fuß, oder? Ja. Ich respawn noch zweimal. Einmal reicht, Digga. Einmal reicht. Komm. Ja, los. Auf geht's. Okay, ranschieben hier. Schieb ihn ran. Was? Reinschieben?
Was geschieht hier? LOL! Ah, ich, I know. Ah, okay. Dann einmal bitte aktivieren. Such dir eine Apfelsine aus und ruf da. Ja, los, komm. Kannst du da einmal drauf gehen, bitte? Kannst du da bitte einmal drauf gehen? Aktivieren? Dann aktiviere ich eben selber. Oh! Ja! Digga, wo ist das Amen? Amen! Oh. Ja! Alter, da kam ein Riesenkübel raus, Alter. Und ich war wie tot. Hat der Riesenschlong Marvin einfach zerfetzt, ey. Alter, was war das bitte für eine Falle? Und jetzt? Ja, ich schaff's nicht, hier aufzugehen. Müssen wir da jetzt hoch? Ja. Okay. Nicht gegen, komm, löst du aus. Okay. Und nicht runterfallen, warte. Am besten. Ja, warte. Du bist so ein Bastard. Ja! Digga, ich schwöre dir, ich hab dir versprochen, dass ich niemandem davon erzähle, wie du in Ägypten von der Mumie vergewaltigt wurdest. Aber der Spaß ist um, Alter. Digga, nein! Die rangenommen hat, ey. Oh mein Gott, ich das schwöre, war Karma. Am Anfang waren es noch echt Schmerzensschreie von Marvin, aber danach kam auf einmal Lustgestöhn. Ja! Ein schlechter Mensch, einfach. Du bist so ein schlechter Mensch, ey. So geil. Warum kommt der Scheißdinger nochmal raus? Jetzt hör doch mal auf mit der Kacke! Okay, los. Gemeinsam jetzt. Hä? Bei mir warst du unten. Ich vertraue ihm nicht. Der, sobald er runterfällt. Ey, ich hab nichts gemacht. Nichts. Warst du das? Ey. Oh. Wow, halt, stopp, warte, ich hab den Punkt noch nicht. Ich höre jetzt mal den Punkt. Hey, wo bist du denn? Ja, auf der anderen Seite. Ich hab's geschafft, wie hast du dir? Ich hab's da vorbeilauf? LOL. Na, hallo Marvin. Digga, es war jetzt zweimal lustig. Ja, bei mir war es auch lustig. Außer, ey, wiederholt die ganze Zeit einen Witz. Stell dir vor, ich erzähle den Witz, der ist richtig lustig. Und erzählst du den gleichen zwei, dreimal nochmal, ey. Wow. Ja, also ich entschuldige mich bei den Zuschauern, aber ich musste mich rächen. Ich finde, er hat es schon verdient. Oh, ja. Was zum Fick? Piept jetzt schon wieder? Ja! Okay, gut, das. Aber das geht. Oh. Nein, das geht alles! Ja? Hast du noch was zu essen, oder? Ha! Ha! Nein! Nein! Oh! 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 Hier will ich Marvin sehen, Alter. Oh, das wird geil. Oh, den aktiviert man ja sogar automatisch. Ah, okay. Hier, Marvin. Ja? Was ist los? Hier wird's lustig. Okay, ich bin gespannt. Ist das gut oder ist das schlecht? Okay, ist schlecht. Okay, also muss ich richtig schnell sein. Okay, und go. Oh. Du musst über jeden sofort rüber. Oh. Oh. Qua. Oh. Oh. Los! Nein! Aber das ist schon ganz geil, muss ich sagen. Meine Freunde, ich war kurz für 2 Wochen im Kloster und habe gelernt, wie man richtig Parkour läuft. Und jetzt zeige ich euch, wie ich es drauf habe. Qua! Ja, wer Qua! Marvin im Kloster war, habe ich eine Qua! Vorliebe für Qua! Für Klosterschüler empfunden. First try, Bruder! Alter, das nachdem du so lange gebraucht hast am ersten Versuch. Ich sage auch, geübt, Digga, geübt. I am positively überrascht, hallo. Ja, der Moment, wenn der Schüler den Meister besiegt. Ja, das ist aber hier noch ein bisschen Zukunftsmusik, ne? Und jetzt, hallo? Oh. An den Wänden sind immer weiter solche Fallen, wo du drauf musst. Ach, du meinst das, was ich gemastert habe, oder was? Qua! Und jetzt? Zieh der Punkt, wo ist der Punkt?
Hallo! Huh? Hey! Wo war der Punkt, Mann? Hä? Ganz, ganz oben. Nein! Ach, ich hab einen Punkt eingesammelt. Aha. Ja, ich bin wurde hochgeschleudert, ich glaube im letzten Teil. Hochgeschleudert. Hm. Und bin irgendwo gegengestoßen oben. Du bist auch jetzt der Schüler und ich bin der Meister. Ganz einfach! Digga, träum weiter! Nicht einmal in den nächsten 5 Universen. Könnte das ein mögliches Szenario sein. Komm, ball dich! Digga, ich bin Spider-Man! Punkt eingesammelt! Easy Pun, easy, Alter! Ach ne, ich bin Indiana Jones, nicht Spider. Hallo. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt da nicht. Hallo, falscher, fiktiver Charakter. Hallo. Ja, es sind auch nur noch 13 Punkte da. Komm, Deko, renn! Ich weiß, ist das richtig hier? Das sieht nicht so aus, als wäre das so eine schlaue Idee. Aber also Hauptsache Marvin ist der Meister, aber sein Intellekt ist ungefähr auf 5. Oh. Ah, hab ich gesehen. Mhm. Hallo, Du musst einfach Motorrad sein. Easy. Digga, wie lange er dreimal braucht. Oh mein Gott, kriegt er das hin, First Strike? Ich schau mir das an. Er lernt vom Meister. Er lernt. Gut. Digga, ich bin der Meister. Und jetzt Warride mit dem Motorrad. Das habe ich gemastert als Indiana Jones. Weg mit dir, du Lappen. Digga, schnellste Motorradfahrer von Mexiko. Boom, Alter. So, wer ist jetzt der Meister und wer ist der Schüler? Monsieur. Digga, ich habe dich einfach vorgelassen, damit der Schüler einfach mal einen Erfolgsmoment spürt. Du hast einfach richtig hart verkackt, Alter, weil du keinen Plan hast. Ich dachte ja, man muss bis zum Ende fahren. Das dachte ich. Aber muss wirklich... Also, kann man auch? Ist auch richtig. Ah, okay. Bam! Jump! Okay, wir müssen auch nicht fahren. Okay. Ich fahr schon den nächsten Schüssel hier. Weil ich einfach Mr. Indiana Jones himself bin. Ja! Trail einmal rausschneiden, bitte. Danke. Hast du da noch verkackt? Trotto! Speed aktiviert. Was kommt da? Da hat er echt noch verkackt. Ja, so schlecht, Mann. So schlecht, Mann. Kann ich dir irgendwie entgegenkommen? Warte mal. Schade. Wäre zu schön gewesen. Richtiger Anfänger. Kann ich mal ein Warride fahren? Hallo. Ja, Papa war eher da, ne? Hallo. Hallo, Papa. Es war klar, ne? Es war klar. Okay, jetzt kommen hier wieder ernsthaften Indiana Jones Modus, ja? Wir müssen unseren Schülern was beibringen. Okay, los. Über Archäologie und verstaubte Mumien, die in Marvins Rektum leben. Hallo? Hallo! So ein Mumientempel in seinem Arschloch versteckt. Bekommt dafür von der Mumie Sand. Digga, fahr doch einfach mal! Schroto! Ja, nicht so drängen hier, Alter! Da hinten kommt er. Hallo! Wie ist das? Passen Sie auf! Fahren Sie langsam! Dann schaffen Sie es auf Second Try! Oder so, ja. Oh, komm. Oh. Wum, 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 wum. Oh. Wow! Das war etwas, Klose Carissian. Hallo? Ja, einfach so hier. Ich will nicht verkacken! Oh, du musst richtig langsam sein. Richtig, richtig langsam. Jo, was geschieht hier, Mann? Deko, hallo? Hallo? Wahrscheinlich eh nicht, ey. Das ist einfach so ein Container. Digga, er fährt einfach links, rechts, geradeaus. Wo die Mumien drin leben. Ich hoffe, ich kann da einfach draufsteigen. Ja, das wird funktionieren. Easy. Er kommt wieder zurück. Drauf. Steig doch drauf, Mann. Jetzt hier drauf? Digga, ich habe keine Ahnung. Oh, hallo! Oh, nein, ey, halt, stopp! Sekunde! Das war falsch! Ey, nein! Ah, no! Nein! Ja, das war ein richtiger Indiana Jones Moment, ey. Ich musste einfach drauf. Deko! Oh yeah! Oh yeah! Ja, er bringt mich um! Da bist du auch drauf. Wir müssen draufklettern und uns dann vom Windrad, wobei ich glaube, wir sollten eigentlich, stimmt, du hast den ersten Punkt hier, ja, das stimmt. Und jetzt? Warte ich jetzt hier, oder was? Du fährst jetzt Ich hab meinen Anschlusszug verloren, hallo? Oh mein Gott! Jetzt muss ich aber beeilen, das ist ja die ganze Zeit links, rechts. Ne, er hängt fest. Stimmt, ja. Aber hängt fest! Noch? Was macht man da? Kann man einfach hier hochklettern, so? Ja!
Ey, ja, was ist denn hier los mit ihm? Das sah aus, als würdest du schon dein ganzes Leben lang einen Tempel erforschen, Marvin. Hier, Deko? Ja, und jetzt? So? Ja, okay, das geht. Und jetzt? Ah! Nein, er sammelt den Punkt nicht ein! Aber das könnte funktionieren. Wenn man jetzt richtig Stylo-Milo unterwegs ist, dann geht das, komm. Was machst du da? Rennen? Du musst ja, rennen. Indiana Jones Schleichmodus. Der ist besonders effektiv. Hey! Aber ne, es scheint wieder super. Ich hab's geschafft, du Amateur! Hast du den Punkt? Digga, oh yeah. Ich bin sogar rübergesprungen komplett. Alter, läuft bei dir. Digga, ich bin ein Känguru, Alter! Känguru! Oh, okay, das muss ich noch lernen. Wie hast du den bekommen? Legit hier den nächsten Punkt. Letzten Bam. Punkt sogar. Wie hast du das hinbekommen, Digga? Bring, Alter. Mann, los. Sprunggelenk! Ja, Digga, ich bin immer noch kein Profi hier. Ja, ich habe zwar 4 Jahre bei dir gelernt, aber du bist kein guter Ausbilder. Deswegen, ich bin nur so gut wie der Meister. Und da du kein guter Meister bist, bin ich auch kein guter Schüler. Digga, ich bin der beste Meister EU West. Sprinten und ganz am Ende. Ich mach's dir nochmal vor. Im nächsten GTA-Video musst du wieder die Füße küssen. Kommst ja morgen zu mir zum Rainbow Six aufnehmen. Digga, was hab ich davon? Die machen. Dann musst du auch meine Füße richtig knutschen, wenn du es nicht schaffst. Und du weißt, was für Füße ich habe. Junge, weiß ich. Bei den Hobbit-Füßen ist mir das Risiko zu hoch. Digga, ich hab's geschafft, Alter. Mal was das ich für ein scheiß Profi bin! Ey, hol mal den Controller raus und mach's nochmal. Okay, ich muss mir jetzt anschauen, wie du das machst. Ha! Oh. Second Try, Digga! Wow! Alter, Junge, bist du ein Amateur, so ein Anfänger, ey. Dann bist du begabter, muss ich ja sagen. Dafür bin ich aber besser in jedem Auto-Wallride. Also, das können wir mal so festhalten. Ja, du musst ja auch in irgendwas besser sein, ne? Also, das wäre ja auch komisch, wenn du... Digga, einfach nur wirklich ganz am letzten Ding abspringen. Ich schaff's bei jedem Sprung. Okay. Beim letzten Ding. Vergiss, sobald du schon fast in der Luft und fast zu spät. Ah, das ist die Technik! Hey! Guck mal! Dass ich ein schlechter Meister bin, Alter! Okay, das zählt nicht mehr. Man muss aber dazu sagen, bin ich einfach der beste Meister. Funktioniert, weil die GTA-Physik hier nicht am Start sind. Man springt ja sozusagen in der Luft. Ja. Da ich ja nur von dem normalen ausgehe, ja, von Professor Hubertus ist klar. Hat es jetzt nicht so wirklich funktioniert, ne? Wahre Archäologen gehen ja nur vom Wahren aus. Du tauchst? Hallo? Ich tauche? Ist hier irgendwo Luft? Hier ist keine Luft. Müssen wir wohin tauchen? Ich sehe keinen. Ist das richtig hier? Ist hier ein Weg? Hallo? Hallo! Ich ertrinke! Meister Indiana Jones ertrinkt! Hä, du musst einfach nur hier weiter. Was ist denn los mit dir? Ist hier Luft? Hallo? Luft? Ich bin gleich tot. Hallo? 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 Einfach nur dem Pump folgen hier. Hallo? Ist das hier richtig? Okay, das ist doch tiefer als gedacht hier. Oh, Junge, mit der rot blinkenden Luftleiste bin ich hier aufgetaucht, ey. Ah, hier ist aber richtig, mein Lieber. Warte mal, wie viele Punkte haben wir denn noch? Oh, das Finale kommt immer näher. 77 Alter. 80. Oh. Wirklich eine anstrengende Sache bisher, muss ich sagen. Alter Schwede. Kommen wir da hoch? Denk mal einfach hier ran schwimmen, oder? Einfach mal hier kurz Hallo sagen. Weg vom Punkt eigentlich. Einfach kurz hier Hallo sagen. Hallo? Nee. Oder müssen wir lang springen? Schwimmen. Ah, hier kann man lang. Easy. Guck mal, hier ein bisschen klettern, meckern und so. Links, rechts, gerade. Oder, ja, doch, geht. Meckern kannst du auf jeden Fall besonders. Digga, gut. Links, rechts, geradeaus. Ja, das sagt DJ Hubertus hier. Was ist denn los mit ihm? Okay, ist wieder eine Falle. Komm her. Oh, das war die falsche Seite. Also, oh, hier brennt! Hier brennt! Oh. Was muss ich machen? Ich darf nicht im Schleichmodus sein, auf jeden Fall. Was muss ich machen, Deko? Okay, erstmal weiter. Ich respawn mal, ich hab wenig HP. Digga, hier ist erstmal ein Windrad! Ach, da muss ich lang? Okay. Oh. Sieht das gut aus? Komm nicht hoch! Ja! Oh, oh! Geh doch drauf, Mann! Hä? Was muss ich hier machen? Hallo? Hä? Warum? Was geschieht hier? Oh! Bin ich hier richtig? Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. Jetzt bin ich hier angekommen. Das wird weggezogen. Boah! Alter, ganz da drauf. Marvin, wo bist du? Ah, ich brenne! Bin ich hier richtig? Digga, wo muss ich hin? Falsch? Wie bist du da hingekommen? Ich wurde von diesem Gerät auf die andere Seite geschleudert, wieder zu den Flammen. Oh. Versuch da einfach rüber zu klettern. Ich glaube, das geht dann besser. Ich bin Zauberer. Einfacher gelöst. Ich bin Zauberer. Okay, und was jetzt? Was macht man jetzt?
Wir können weiter im Kreis gehen, aber das wäre ein bisschen unlogisch, oder? Was kann man hier machen? Kann man hier hoch? Nee. Was macht man hier? Lol, hier ist eine Falle. Oh! Müssen wir da hin? Geh mal drauf, ich warte hier. Ich warte hier. Nichts passiert. Wow! Ja, was? Nee! Digga! 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 Ich falle! No! Ich sterbe 100 Pro, oder? Das kann man nicht überleben. Ja! Ich lebe noch! Bitte, bitte, ich muss auch überleben. Bitte, bitte, bitte. Okay, aber, ja. Wo kommt der geflogen? Wo bist du? Ich bin jetzt hier oben drauf. Das war falsch, ne? War das falsch? Hä, wie bist du denn da hingekommen? Ja, ich bin gelaufen, Alter. Ach so, jetzt hier runter, ne? Du kannst, ja, du kannst hier, ja, das, bis hierhin schaffst du's. Okay, warte. Weiter, ja, weil ich würde weiter nach links gehen. Von dir aus. Ja. Warte, ja, ja, das ist gut. Okay. Das war nicht gut. Das Ding ist... Ja! Wie kommt man denn hier weiter? Lol. Ja, er fällt auch einfach... Oh, schnell, steh auf! Ich brenne! Ah! Okay, eigentlich muss ich respawnen, weil ich schaff's... Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Ich weiß nicht... Ich hab gar da, keine Ahnung. Ich war, wie man von da aus zum Punkt kommen soll. Hä, das ist doch aber ein Pfeil! Ja. Ist das richtig oder falsch? Aber du kannst den Pfeil langlaufen und dann ist die Pfeilspitze da und da kannst du dich hochklettern, weil es so. Aha, geh hoch hier! Ist zu hoch? Und wie wär's, wenn man hier sprintet und komplett nach vorne rennt? Oh. Wollen wir es mal versuchen? Komm, wir versuchen das jetzt mal. Ja. Komm, komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich! Ah. Nein! Das war kacke, Mann! Ja, da wollte ich hin. Nein! Ich neben den Pfeil, Alter. Er springt da eiskalt runter. Warum? Ich habe nicht mal was gedrückt, Mann. Okay, wieder ich nach unten. Ich glaube, ich würde es nicht überleben, wenn ich es jetzt schaffen würde. Ich versuch's trotzdem. Okay, nochmal, komm. Also, ich sehe es... Ich sehe es relativ unwahrscheinlich, dass man... Ich bin schon wieder aufgeregt. Ich weiß nicht. Oh. Also, ich weiß nicht, ob ich mit der Falle hier direkt zum Punkt laufen muss. Es gibt aber noch einen anderen Plan. Plan B sozusagen. Plan B. Links zu landen einfach. Ah, stimmt. Digga. Von da aus müsste man auf jeden Fall drauf kommen. Okay, als Notfall da, nehmen wir den. Und da war ich gerade drauf und er ist wieder runtergesprungen. Digga, ich hasse ihn. Junge, wie ich falle. Ich bin nicht tot. Okay, ich verifiziere das jetzt, ob man mit über den Pfeil da irgendwie rankommt. Mach mal, mach mal. Digga, wir spielen bitte nie wieder irgendwas mit zur Fußparcours. Digga, ich bin ganz oben am Pfeil. Ich kann nicht springen, weil, ne? Also, kann ja auch gar nicht klappen, wenn man sieht. Aber ich krieg den Punkt auch nicht, also... Digga, ich schaff nicht mal mehr den Anfangskack. Wie soll das gehen? Oh, hallo, schöner Mann, hallo. Schöne Brüder haben sie, I like your eyes. Oh, hallo. Also, ich würde sagen... Oh, sorry. Hallo, könntest du aufhören, hier abzukotzen, Alter? Das sagt DJ Hubertus, Alter. Was ist denn los mit dir? Digga, ich den Hubertus-Keimer? Digga! Ja! Ey, der ist echt ein bisschen eklig, ne? Der ist so kacke, Mann! Oh. Okay, 3, 2, 1. Ja, beruhig dich! Digga, wie lange braucht runterzugehen? Beruhig einfach mal kurz deine Titties! Natürlich ins Wasser! Ja! Oh, endlich! Oh, das sah gut aus. Komm, 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 bitte, bitte, bitte! Oh, das ist so kacke, Mann, das ist alles so kacke! Ey, und mich schiebt er 3 Meter hoch, Alter! Oh, zum Glück! Okay, da komme ich hoch! Okay, Plan B, everyone! Jetzt hier lang! Und jetzt hier an den Rand! Okay, und jetzt? Ey, warum? Oh! Lass ja, mich doch ja, mal hoch, ja. Du Schnackselgeburt, Alter. Okay, jetzt bin ich hier drauf. Hier wollte ich hin. Hier müsste ich ja eigentlich jetzt da hochkommen. Hallo? Justin Winnie, das verstehen und scher mich nicht. Blazer Brechner, nochmal, nochmal, yeah. Ja! Ey, das Teil ist so random, Alter. Digga, ja!
Er schleudert mich oh, nicht hoch. Oh, zum Glück, Alter. Da war ein Punkt. Nicht hoch genug. Kein Fake-Punkt. Oh, jetzt endlich, ey. Junge, 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 das war aber eine schwere Geburt. Du bist einfach auf die Straße gesprintet, oder was? Ganz genau. Okay, Straße sprinten. Digga, ja. Wo bist du? Da gerade hier hoch. Jetzt okay, runter auf die große du. Falle. Ganz an den Rand gehen. Oh! Naja, doch, nee, das geht. Los! Oh, los, nicht sterben! Los. Fall rauf, fall rauf, fall rauf, fall rauf! Ah. Oh mein Gott. Das müsste man sterben, hundertprozentig, ey. Oh! Ich glaube, wir sind durch, mein Lieber! Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Deko. Geh mal langsam nach unten, bitte. Langsam. Oh! Ah, bitte, Punkt! Nein! Hä, ich hab ihn eingesammelt. Ja, super. Jetzt haben respawn. Hallo, ja. Verwandeln Sie mich? Respawn. Ja! Wir haben's, Deko! Digga, und jetzt verdient als erster ins Ziel, ey. Warum bist du so gemein? Los, komm, los, komm, bitte, bitte! Mann, bitte, bitte, bitte! Los, ja! Es wäre richtig verdient, Mann! Es wäre richtig verdient! Los! Digga, die ja. Soll ich auspeitschen mit ihren Bandagen! Ja! Oh, was für eine Geburt, mein Lieber! Übertreib direkt. Oh, vielen Dank für eure Treue. Das war das 50.000 Abonnenten-Special auf dem Zweitkanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja! 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 Dankeschön, meine Freunde. Dann noch oben und bis dann. Reingehauen. Bye, bye. Barbie, viel schneller, was machst du denn da? Ja! Ich hab das Gefühl, Marvin ist abgestürzt. Anderen Sphäre gefangen hier, was ist da los? Ich wusste doch, dass ich... Nein, ich bin dran vorbeigeflogen! Oh, kann ich jetzt schon mal los? Der Zug kommt nämlich! Oh, Twitch-Nose, könnte man sagen, ja. Der Zug kommt! Der kommt, hallo, schnell! Warte auf mich! Er kommt, ich kann nicht warten! Los, ja, wo bist ich du? Ich komm gleich, aber dein Gesicht bleibt da! Aua! Wie kommst du? Hallo? Ja! Ja! Okay, ich warte hier auf dich, weil ich Ehrenbosser bin. Ja. Oder bist du vom Zug gefallen? Nein, Digga. Als wäre ich vom Zug gefallen, ich bitte dich. Ich warte hier, weil ich Ehrenbosser bin. Aua! Wie kommst du? Hallo? Ja! Ja! Bin möglicherweise zum zweiten Mal dran vorbeigeflogen. Aber vielleicht können wir den Teil aus der ersten Aufnahme nehmen. No! Aber fuck. Ah, lol, das Ding hielt dann einfach hoch hier. Ja, ja. Einfach auf der Antenne stehen bleiben. Oh, also, okay, das war jetzt ein bisschen falsch. Ja, ich sterbe einfach. Da ist Kletter, hallo? Da ist Kletter! Oh! Oh! Oh. Mal sehen, wie du das löst. Die drei Meter runterfallen, stirbt er dann, ne? Los, komm! Mach es wahr. Logischer Bilbo. Pfff.